Ja, hi, ein wunderschön, da sind wir wieder. Und wir haben heute ein ganz spezielles Thema in dieser Folge. Wir reden über Sex. Ja, ihr habt richtig gehört, über Sex. Und das ist ein sehr wichtiges Thema, weil Sex sells. Also, wir reden aber nicht direkt über Sex, sondern reden wir lieber über den Begriff, der ganz naheliegend ist, reden wir über sexy. Also, ist euer Network sexy? Seid ihr sexy? Wie meine ich das? Es ist so etwas, was ihr habt, muss so sexy sein, dass es für jemand anderen ansprechend ist. Es muss nicht unbedingt sexuell gemeint sein, aber es muss irgendwie das gewisse Extra haben. Ihr müsst irgendetwas in der Firma sexy finden. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn man schon länger im Network tätig ist, geht man zur Routine über. Das heißt, wieso, man ist lang verheiratet, man hat so eine Routine, man macht einfach so vor sich hin, man wird professionell. Das ist scheiße. Ihr müsst schauen, dass ihr immer sexy bleibt, immer anziehen. Und das sind kleine Dinge, die man machen kann, damit man sexy ist. Und sexy lebt auch von einem ganz tollen Wort, das heißt Begeisterung. Begeisterung ist sexy. Gut, sich selber in einem Geschäft zu fühlen, ist sexy. Ein tolles Geschäft zu haben, tolle Produkte zu haben, alles das ist sexy. Aber es kommt darauf an, wie ihr es lebt. Also schaut einfach mal, ist das, was ihr zurzeit macht, sexy für euch? Oder ist es noch viel wichtiger, sexy für jemand anderen? Also schaut, habt ihr eine sexy Geschäftsgelegenheit? Also denkt daran, Sex sells, seid sexy.